Dann darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen zum heutigen Chart-Webinar am 26. April. Ich hatte schon in dem Vorgespräch gesagt, der DAX heute so ein bisschen gegenteilig unterwegs wie zum Wetter. Zuerst in Frankfurt Graupelschauer und Regen und dann zum Abend hin mehr Sonnenschein. Der DAX gut in den Tag gestartet, aber dann zum Schluss verließen ihn doch ein wenig die Kräfte. Ich hole mal schnell die Handelsoberfläche von Yondo rein, damit wir uns kurz orientieren, wo wir sind. Wir haben in den vergangenen Tagen eigentlich so eine Konsolidierung auf erhöhtem Niveau gesehen. Das heißt also hier unter der 10.500er Marke, wenig überraschend, der DAX ja auch nahezu 1.000 Punkte zugelegt innerhalb von wenigen Handelstagen. Sie wissen, das ist natürlich eine kleine Überhitzung, die wir hier sehen. Die muss natürlich erstmal abgebaut werden. Konsolidierung kann ja grundsätzlich über zwei verschiedene Arten ablaufen. Einmal über Kursverluste, das heißt also, es kommt dann eben zu Gewinnmitnahmen oder eben auch zu einer Seitwärtsbewegung. Natürlich ist so eine Seitwärtsbewegung ein ganz klares Zeichen von Stärke, weil dann natürlich die investierten Anleger offenbar kein Interesse daran haben, ihre Buchgewinne zu realisieren. Sie setzen darauf, dass es zu einer Fortsetzung einer Aufwärtsbewegung kommt, und dann ist dann natürlich eine Seitwärtsbewegung im Rahmen einer Konsolidierung sicherlich das stärkste Signal. Kommt es zu Kursverlusten, muss man dann genau analysieren, wie kräftig fallen diese Kursverluste aus. Bis zu einem bestimmten Rahmen ist auch das noch vollkommen gesund, aber wenn die Korrektur zu umfangreich wird, das heißt also, wenn der DAX hier in diesem Beispiel zu weit nach unten hin korrigieren sollte, dann wird es gefährlich, beziehungsweise dann ist eben diese gesamte Aufwärtsbewegung in Frage zu stellen. Und wo da die genauen Marken lauern, die werden wir uns dann noch im weiteren Verlauf des Webinars auf jeden Fall anschauen. Also eine Menge Zündstoff im Augenblick in den Märkten drin. Das gilt sowohl natürlich nur, wenn man auf den Chart drauf schaut. Das gilt natürlich auch, wenn wir noch die anderen ganzen Einflussfaktoren mit berücksichtigen. Also Stichwort amerikanische Berichtssaison, die ja sehr durchwachsen verläuft. Und das, finde ich, färbt inzwischen ja auch schon auf den DAX ab. Bayer heute Morgen auch sehr stark in den Markt gestartet, in den Handelsverlauf, und hat dann sukzessive die Gewinne abgegeben. Natürlich als Schwergewicht dann auch den DAX immer weiter nach unten gezogen, weil hier einfach eine große Unsicherheit auch ist. Denn gleichzeitig kam es wiederum auch zu schwächeren Konjunkturdaten aus den USA. Stichwort hier Case-Shiller-Hauspreisindex, dann das Verbrauchervertrauen Conference Board war auch unter den Erwartungen gewesen. Das heißt also, eine sinkende Konsumstimmung haben wir in den USA, und Sie wissen es, ungefähr zwei Drittel des amerikanischen BIP wird eben durch den Binnenkonsum gestemmt. Und wenn natürlich die Konsumenten nicht mehr willens sind, großartig zu konsumieren, dann schlägt das natürlich dann auch auf die Wirtschaft durch, und das wird dann sicherlich sich auch negativ in den ersten BIP-Schätzungen niederschlagen. Dann haben wir heute noch den Euro gesehen, der ebenfalls fester tendiert wieder von 1,1260, sehen Sie es hier, auf 1,1290, also die 1,13er Marke wieder angesteuert. So richtig fallen will er nicht mehr. Wir halten uns eher hier in Schlagweite von dieser wichtigen Widerstandsmarke auf, hatte ich Ihnen ja genannt. 1,14, 1,15 ist hier entscheidend. Und das ist natürlich wiederum schlecht dann für den DAX, denn wir haben ja im DAX sehr viele exportabhängige Werte. Das ist die ganze Gemengelage im Augenblick. Also Berichtssaison, allein sechs Unternehmen aus dem DAX berichten in dieser Woche. Bayer hat jetzt einen Auftakt gemacht. Es gibt noch Deutsche Bank, Linde, Continental, kommen alle noch. Dann haben wir morgen Abend noch die Sitzung der amerikanischen Notenbank als i-Tüpfelchen dazu. Auch hier, naja, letztlich hofft jeder auf irgendwelche Signale im Statement. Es gibt ja morgen keine Pressekonferenz, sondern eben nur ein Statement der Notenbanker. Natürlich hofft da jeder auf irgendwelche Signale zwischen den Zeilen, die da vielleicht sich verstecken könnten in Richtung einer weiteren Hinweise auf eine Geldpolitik, die straffer ausfallen wird, die vielleicht so erst einmal vorerst bleibt. Wie stark werden die Notenbanker auf die steigenden Inflationstendenzen eingehen? Wie schätzen sie den Arbeitsmarkt ein und vor allen Dingen die Weltwirtschaft? Also letztlich wird sich die Fed viele Hintertüren offen lassen. Ich kann Ihnen jetzt schon verraten,
wir werden am Donnerstag aufwachen und es wird genauso viel Unsicherheit sein wie jetzt, beziehungsweise auch vor Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls, beziehungsweise des Statements. Da wird sich nicht viel ändern und genau mit dieser Unsicherheit müssen wir einfach jetzt in den nächsten Wochen leben. Von daher gehe ich eben auch tendenziell davon aus, dass wir jetzt erst einmal zumindest bei den US-Indizes doch oben angelaufen sind. So, so viel mal zur Einleitung, zur Einordnung der aktuellen Marktsituation. Jetzt sind Sie mal wieder am Zuge, wie immer. Die kleine Umfrage zu Beginn, wie schätzen Sie den DAX ein bis zur nächsten Woche? Wir sind ja heute bei 10.260 Punkten aus dem Handel gegangen. Kurzer Rückblick von vergangener Woche war ja gewesen, da war die Mehrheit von Ihnen eigentlich optimistisch gewesen. 52%, da hatte ich noch gesagt, das ist keine wirklich aussagekräftige Zahl. Also von daher kann man das eigentlich im Augenblick, naja, sollte man nicht zu sehr darauf achten. Ich bekomme schon wieder die Hinweise von wegen, dass das alles nur seitwärts geht. Ja, je nachdem, wie man die Seitwärtsspanne taxiert, kann das auch gut sein. So, ich würde sagen, 80% haben abgestimmt. Das ist also schon mal ein aussagekräftiges Bild von Ihnen eigentlich. Und jetzt haben wir sogar mal was Neues. Sie werden es kaum glauben, aber es ist traurige Realität. 50% sagen, der DAX steigt, 50% sagen, der DAX fällt bis zur nächsten Woche. Das haben 80% von Ihnen gesagt. Also 80% haben teilgenommen. Ja, da erübrigt sich jeglicher Kommentar meinerseits. Es ist so ein bisschen Lotteriespiel im Augenblick. Geht es weiter nach oben oder geht es weiter nach unten in der Summe? Also eigentlich ganz klar seitwärts gerichtet die Geschichte. Aber ich werde das hier knallhart weiter durchziehen, diese Sentimentumfrage. Und ich denke mal, für den einen oder anderen wird es dann auch interessant sein. Ich erhalte immer wieder auch von Ihnen viele Mails von wegen, ja, wie war jetzt nochmal die letzte Umfrage gewesen oder denken Sie bitte beim nächsten Mal dran. Also sie ist auf jeden Fall wichtig. Ich werde es weitermachen, auch wenn jetzt hier so ein Ergebnis rauskommt, das absolut gar nichts aussagt. Nur, dass keiner weiß, wohin es geht. Kann natürlich auch beinhalten, auf der anderen Seite, wenn viele unentschlossen sind, dann sind sie vielleicht nicht investiert oder nur teilweise investiert. Kommt es dann zu einer entsprechenden Bewegung, müssen die Akteure natürlich in den Markt. Und das kann dann natürlich eine Trendbewegung noch einmal verstärken. So, Stichwort Trendbewegung. Wir fangen die Reise heute mal in Asien an, würde ich sagen. Und zwar mal ein bisschen exotischer unterwegs sein. Ich habe mir den Nikkei rausgesucht, aus einem gegebenen Anlass, und zwar eine Meldung, die zu Wochenbeginn über die Ticker lief, und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Sie sehen hier den Nikkei, beleuchten wir eigentlich relativ selten, kurz zur Einordnung. Sie sehen es deutlich, fallende Serie von Hochpunkten hier eingezeichnet, also hier erster Hochpunkt, zweiter Hochpunkt, auch hier so eine Erholung nochmal tiefer. Wir haben jetzt hier zwar so einen Zwischenhoch mal rausgenommen, von Mitte März im Bereich 17.200 Punkte. Aber der Markt handelt immer noch deutlich unter seiner 200-Tage-Linie, also auch schwächer als der DAX Performance Index, muss man hier fairerweise sagen. DAX-Kursindex ja noch unter der 200-Tage-Linie. Also insgesamt der Nikkei gesehen, jetzt nicht ein Markt, in den man unbedingt investieren muss, würde ich sagen. Denn wir haben hier doch auf mittelfristiger Ebene inzwischen eine klare Abwärtstendenz vorliegen. Was dann doch umso erstaunlicher ist, vor dem Hintergrund, dass die Bank of Japan immer fleißiger Aktien am japanischen Markt kauft. Also sie ist ja schon, das weiß man ja ungefähr bei Besitzer von allen Regierungsanleihen inzwischen, aber sie hat jetzt ihr Engagement sogar noch weiter ausgebaut und ich habe hier Ihnen einen Artikel auf Bloomberg mal herausgesucht. Da gibt es auch einen kleinen Clip dazu, den schicke ich Ihnen gerade mal rum in die Chatbox, den können Sie sich nach dem Webinar mal anschauen. Da stehen alle wesentlichen Daten drin. Ich finde es äußerst erschreckend, was hier am japanischen Aktienmarkt inzwischen schon Fakt ist, denn über die Aktien-ETFs ist die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, inzwischen in 9 von 10 Unternehmen aus dem Nikkei 225 einer der 10 größten Aktionäre. Das sehen Sie hier in diesem Schaubild. Die Bank of Japan unter den Top 10 Großaktionären bei mehr als 90% der Aktien
der unter den Nikkei 225 gelisteten Unternehmen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Sie ist sogar schon bei einigen unter den Top 5 Großaktionären. Und wenn diese Tendenz so weitergehen sollte, dann wäre sie Ende kommenden Jahres der größte Aktionär in 40% der japanischen Unternehmen. Also eine Notenbank wird zum größten Aktionär von nahezu allen Titeln, die an der heimischen Börse gehandelt sind. Das ist im Augenblick in Japan der Fall. Wie gesagt, sie ist jetzt schon fast im Besitz aller Regierungsanleihen. Jetzt wird noch der Aktienmarkt leer gekauft. Das einfach mal so als gute Nachtgeschichte, möchte ich es mal Ihnen mitgeben. Sie sehen hier unten auch die Entwicklung der Käufe über die Aktien-ETFs, wie die rasant zugenommen haben. Es ist unglaublich, was inzwischen die Märkte durch die Notenbanken beeinflusst werden. Und man möchte sich einfach mal vor dem Hintergrund vorstellen, wo würde eigentlich jetzt der Nikkei stehen, wenn die Bank of Japan nicht so massiv am Aktienmarkt einsteigen und kaufen würde. Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen, diese Entwicklung. Was ich davon halte, das können Sie sich sicherlich vorstellen, dass das brandgefährlich ist und bar jeder irgendwelcher wirtschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Logik und somit auch Signalfunktion der Märkte dadurch natürlich abhanden kommt, ist ja vollkommen klar. Wo dann der Nikkei stehen würde, das wissen Sie selbst, nämlich irgendwo hier unten. Also eine schlimme Entwicklung. Hier schreibt gerade jemand dann, wie viel die Dividenden kassieren, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, steht vielleicht in einem anderen Text noch drin. Natürlich nimmt sie ja noch Dividenden ein, aber ja, was passiert eigentlich mit diesen ganzen Beständen künftig mal? Ja, die müssen ja vielleicht auch mal wieder verkauft werden. Es kann ja nicht sein, dass eine Notenbank zum größten Besitzer der Unternehmen aufsteigt. Die können sie ja nicht mehr verkaufen. Da kommen ja viel zu viele Papiere auf den Markt. Also wer jetzt im Augenblick am japanischen Aktienmarkt investiert ist, lesen Sie sich den Text mal gut durch, die Analyse, und überlegen Sie da mal, ob Sie da noch gut schlafen können. Ich hoffe sehr, dass das uns erspart bleibt, dass also die EZB und auch die Fed nicht auf die Idee kommen, auch noch massiv am Aktienmarkt zu kaufen. Es gibt immer wieder Gerüchte, dass das irgendwann auch mal sein wird, vor allen Dingen, wenn die nächste Abwärtsbewegung, also größerer Crash, kommen könnte, dass dann auch EZB und Fed am Aktienmarkt aufkaufen. Das würde die wiederum natürlich etwas stabilisieren, den Markt, aber die langfristigen Konsequenzen wären natürlich verheerend. Es ist eine seltsame Welt inzwischen da draußen. Das betrifft übrigens auch nicht nur die japanische Notenbank, auch die Schweizer Nationalbank macht das ja inzwischen schon. Die ist vor allen Dingen sehr stark engagiert an den amerikanischen Werten, also die amerikanischen Blue Chips, hält sie große Teile, ist zum Beispiel auch schon einer der größeren Aktionäre bei Apple. Also auch die SNB mischt schon mit. Traurige Geschichte. So viel mal zur Entwicklung in Japan, das zumindest mal im Hinterkopf behalten, was da so passiert. Dann möchte ich rüberschwenken auf eine weitere Geschichte, und zwar Euro-Dollar. Einmal grob zum Einstieg, damit wir auch hier wissen, wo wir uns im Augenblick befinden. Sie kennen ja in den vergangenen Webinaren, habe ich es ja immer wieder gesagt, die Wirkungszusammenhänge. Ich habe sie hier auch noch mal kurz in der Grafik aufgeschrieben. Ausgangspunkt Euro, US-Dollar. Das ist für mich eigentlich das Zünglein an der Waage im Augenblick, der entscheidende Taktgeber für alle anderen Asset-Klassen. Und ich habe hier einfach mal ein Beispiel gemacht. Also wenn es zu einer Aufwertung des US-Dollars kommt, das hieß ja also, wir fallen bei Euro, US-Dollar wieder in Richtung einer Parität oder zumindest mal 1,04, 1,05, die grobe Richtung, hat das natürlich einen fallenden Ölpreis zunächst einmal zur Folge, denn natürlich die größeren oder alle wichtigen Rohstoffe auf den Weltmärkten werden ja in Dollar abgerechnet, und wenn der Dollar natürlich steigt, dann wird es für ausländische Investoren außerhalb der USA teurer, diese Rohstoffe zu erwerben, deshalb fällt dann auch tendenziell der Preis. Das gilt für nahezu alle Rohstoffe und natürlich auch für den Ölpreis. Ein fallender Ölpreis wäre natürlich schlecht für die amerikanische Fracking-Industrie. Damit natürlich auch einhergehend für die Bilanzen der amerikanischen Institute, der Finanzhäuser. Die sind natürlich sehr stark in der Fracking-Industrie ja involviert. Kommt es da zu verstärkten Pleiten, dann würde das wiederum
wäre das negativ für die Kreditvergabe der US-Banken. Das würde wiederum die Konjunktur belasten. Sie wissen es schon, die Argumentation, das wäre negativ für den S&P 500 natürlich. Darunter haben wir ja auch schon in den ersten beiden Monaten kräftige Bremsspuren gesehen, genau wegen dieser Entwicklung. Die Frage ist, wie reagiert der DAX da drauf? Der Punkt ist ja, wir haben zunächst einmal dann natürlich eine Euro-Abwertung. Klar, ne? Aufwertung des Dollar ist gleichbedeutend mit einer Euro-Abwertung. Euro-Abwertung natürlich für den DAX positiv, denn dadurch verbessert sich wiederum die Wettbewerbssituation der deutschen Unternehmen auf den Weltmärkten. Das haben wir gesehen, diesen positiven Effekt, gerade im vergangenen Jahr auch, aber auch in diesem Jahr hat das angehalten. Auf der anderen Seite aber auch ein fallender Ölpreis belastet natürlich einen Anstieg beim DAX und natürlich auch ein fallender US-Markt würde auch den DAX eher ausbremsen. Also das ist ein bisschen schwierig, wie würde der DAX darauf reagieren, wie der amerikanische Aktienmarkt auf die Entwicklung beim Ölpreis reagiert. Das habe ich Ihnen in diesem Chart mal mitgebracht. Ich musste den gerade mal suchen, deswegen stoppe ich etwas. So, und hier sehen Sie sehr schön die Entwicklung. Das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, das muss man auch sagen. Es gibt auch wieder mal durchaus Phasen, wo es zu beobachten ist, dass es einen steigenden Dollar gibt und dann auch einen steigenden Ölpreis. Im Augenblick haben wir es aber zuletzt zumindest mal so gesehen, dass doch ein schwächerer Dollar zu gleichbedeutend war mit einer Aufwärtsbewegung bei den Ölpreisen, zumindest von der Tendenz her gesehen. Sieht man auch hier sehr schön in der Entwicklung beim US-Öl, das habe ich hier mal in Blau dargestellt. Und hier sieht man sehr gut diese Korrelation, das heißt also diesen Gleichlauf der Aktienmärkte und somit auch der Ölmärkte. Also wenn der Ölpreis ansteigt, Sie sehen es, kurze Zeit später reagiert auch der amerikanische Aktienmarkt sehr deutlich und es kommt eben dann hier zu einer entsprechenden Aufwärtsbewegung. Hier einfach mal dargestellt auch mit dem DAX, das ist letztlich spiegelbildlich auch gesehen für den amerikanischen Aktienmarkt. Das spielt jetzt im Augenblick zumindest in den vergangenen Wochen keine so große Rolle, ob Sie jetzt hier den amerikanischen Aktienmarkt nehmen oder den DAX. Die grundsätzliche Tendenz ist gleich, das heißt also hier diese Korrelation, dieser Gleichlauf zwischen den Ölpreisen und den Aktienmärkten ist im Augenblick sehr stark ausgebildet. Im Augenblick haben wir ja die Situation, dass die Ölpreise auf einem erhöhten Niveau sich stabilisieren. WTI steht so bei 42, 43, 44 Dollar, verteidigt also das erhöhte Niveau. Und das stabilisiert natürlich auch die Aktienmärkte. Das hält den amerikanischen Aktienmarkt oben und das führt im Augenblick auch dazu, dass der DAX zumindest mal so in Reichweite von 10.300, 10.400 Punkten ist, also seine 200-Tage-Linie wieder erreicht hat. Das auf jeden Fall immer weiter auch beachten, diese Wirkungszusammenhänge, steigender Ölpreis, positiv für den Aktienmarkt, aber immer auch vorgelagert schauen, wie reagiert eigentlich die Währungsmärkte. Steigt der Dollar oder fällt der Dollar? Und das hat dann natürlich Auswirkungen wiederum auf die Rohstoffpreise. Wir waren hier stehen geblieben und das war ja der Ausgangspunkt gewesen, hier bei Euro, US-Dollar. Wie ist da im Augenblick die Situation? Nach wie vor gehe ich mal davon aus, dass wir hier weiterhin in dieser Seitwärtsspanne sind. Das ist im Augenblick der Punkt. Es kommt hier gerade die Frage auf, gehen Sie nicht davon aus, dass es hier zu einem Ausbruch nach oben kommt. Wir haben einige Tendenzen, zumindest mal bei Euro-US-Dollar, die darauf hindeuten, ganz zarte noch, dass es zu einem Ausbruch kommen könnte. Sie sehen hier, wir haben steigende Tiefpunkte. Ich zeichne Ihnen die kurz mal ein. Hier unten den ersten Tiefpunkt ausgebildet und dann hier einen zweiten Tiefpunkt, der höher war, einen dritten Tiefpunkt, der ebenfalls höher war. Und das gleiche hier nochmal jetzt vor wenigen Wochen. Die 50-Tage-Linie steigt langsam an, also steigt relativ deutlich an, aber hier die 200-Tage-Linie auch allmählich wieder steigend. Ja, das sind so erste schwache Signale, die darauf hindeuten, dass zumindest mal der Druck hier auf diese obere Begrenzung, diese ganz entscheidende Widerstandszone so ganz allmählich zunimmt.
Ja, es ist noch kein Ausbruch, aber zumindest mal versucht der Markt zu testen, ob hier nicht irgendetwas möglich ist auf der Oberseite. Und das ist natürlich möglich, ganz klar, wenn jetzt die Fed zum Beispiel sagt, naja, also Zinserhöhungen wird es in diesem Jahr nicht mehr geben, weil, aus welchen Gründen auch immer, suchen sie sich irgendetwas aus, dann würde das natürlich hier zu einer entsprechenden impulsiven Ausbruch folgen. Das Wichtige ist, dass man hier darauf achtet, dass bestimmte Marken erst überschritten werden müssen und erst dann kommt es auch zu den entsprechenden Signalen, die weitreichende Konsequenzen hätten. Das heißt also, was meine ich damit? Die Marke von 1,1485, 1,15, die ist entscheidend. Das ist eine vorgelagerte, wichtige Widerstandsmarke. Sollte diese nach oben durchbrochen werden, dann steigt das Risiko und die Wahrscheinlichkeit deutlich an, dass wir hier diese seit Anfang 2015 bestehende Seitwärtsspanne, und letztlich ist das ja nichts anderes als eine Bodenbildungsphase, dass wir die nach oben hin auflösen. Und Sie kennen es dann, kann man relativ einfach auch aus der Höhe von so einer Seitwärtsspanne ein mögliches Kursziel ableiten. Und das ist natürlich dann nicht zu unterschätzen. Die Höhe dieser Formation umfasst ungefähr 8% und spiegelt man dann die 8% wiederum nach oben, dann kommt man hier ungefähr in einen Zielbereich von rund 1,24, 1,22, 1,24. Die wird natürlich nicht in einem Anlauf durchschritten. Da wird es hier zumindest mal verbale Interventionen der EZB geben. Das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte. Aus rein charttechnischer Sicht wäre es klar, wenn wir hier drüber steigen, über die 1,15, dann ist hier nur noch so ein schwacher Widerstand bei 1,1650, 1,17. Und sollte auch dieser Fall, ist natürlich hier der Weg frei. Sie sehen es, wie stark hier diese Abwärtsbewegung war, dieser Abrutsch. Da ist kein verlässlicher Widerstand mehr vorhanden, sodass wir hier relativ deutlich und schnell bis auf 1,22 durchaus durchziehen könnten. Das Problem ist, natürlich weiß um diese Problematik auch die EZB und Sie können davon ausgehen, dass die EZB hier zumindest mal verbal intervenieren wird und etwas dagegen hat, dass es hier zu so einer scharfen Aufwärtsbewegung kommt. Kommt gerade die Frage rein, was passiert eigentlich, wenn es einen Brexit gibt? Ja, das ist durchaus möglich. Dann kommt es hier natürlich zu entsprechenden Turbulenzen. Das ist die Frage, wie reagiert dann Euro, US-Dollar da darauf? Wahrscheinlich ist so, dass es zu größeren Turbulenzen kommt, das heißt also Flucht in Sicherheit. Und das könnte dann der Dollar sein, das hat man zumindest in früheren Krisen gesehen, dass dann der Dollar gesucht ist. Allerdings steckt hier auch wiederum so eine Menge Carry-Trade-Potenzial noch drin, die dann abgebaut werden könnten. Und wenn Carry-Trades aufgelöst werden, das heißt also Kredite in Euro-US-Dollar-Basis, dann müssen Sie dafür Euro kaufen. Und das würde wiederum eine Aufwärtsbewegung und damit eine Aufwertung des Euros hinauslaufen. Also es gibt wirklich ganz verschiedene Argumentationsweisen und Sichtweisen, wie es hier bei dem Währungspaar weitergeht. Achten Sie einfach darauf, auf die Marken, die ich Ihnen genannt hatte, 1,15 bis 1,17, das ist das Entscheidende im Augenblick. So, und natürlich hat auch die amerikanische Notenbank Interesse daran, dass der Dollar eher schwach ist, ist ja auch klar. Ja, weil das natürlich wiederum die heimische Wirtschaft unterstützt. Und es gibt natürlich auch immer wieder so Gerüchte, die davon ausgehen, naja, man hat sich darauf geeinigt, dass der Dollar wieder schwach ausfallen wird oder zur Schwäche neigen sollte. Und damit eben dann auch ja, die Weltwirtschaft in Schwung kommt. Ob da was wirklich was dran ist an diesen Gerüchten, sei mal dahingestellt. So, damit kommen wir zum US-Markt. Ich möchte da nur kurz drauf eingehen, damit wir noch Zeit haben, vor allen Dingen nachher für das eigentliche Thema des Webinars, und zwar Aktien, die im Augenblick Kaufsignale senden. So habe ich es mal vor 4 Wochen benannt. Gehen wir hier kurz auf den S&P ein. Ein paar Fakten habe ich Ihnen dazu mitgebracht. Es ist nicht sehr viel passiert, Sie sehen es. Die erste Unterstützung hier hat gehalten bei 2075 bis 2080 Punkten. Solange die hält, gehe ich mal hier noch von so einer Fortsetzung dieser Seitwärtsbewegung aus. Man kann hier eigentlich relativ engmaschig auch den S&P im Augenblick handeln, denn er hält sich sehr gut an horizontale Chartmarken. Achten Sie einfach darauf, was ich hier eingezeichnet habe. Im Augenblick scheinen diese Handelsmarken relativ zuverlässig zu sein. Das bedeutet, fällt der S&P unter 2075 Punkte, gehe ich davon aus,
dass wir zumindest mal eine minimale Korrektur sehen bis 2035. Da hätte er dann auch 23,6% dieser Aufwärtsbewegung hier nach unten wieder korrigiert. Und Sie sehen es, da verläuft auch eine relativ gute Unterstützung. Also wir hätten hier auf der Unterseite dann, falls wir also wie gesagt darunter fallen, ein Korrekturpotenzial erst einmal von 2%. Sollte der Markt auch unter 2035 zeigen, fallen, dann gibt es eine fortgesetzte Korrektur in den Bereich der 2000er Region. Das wären dann ungefähr 3,6 bis knapp 4% Korrekturpotenzial für den S&P. Auf der Oberseite, wie gesagt, gibt es im Augenblick relativ hartnäckige Widerstände hier zu berücksichtigen. Das ist einfach hier diese ganzen Tops, die wir im vergangenen Jahr ausgebildet haben. Also so ab dem Bereich 2110 bis hoch eben zum Rekordhoch 2135 grob ist einfach der Deckel drauf. Und ich gehe nicht davon aus, dass wir dieses Niveau in einem Zug durchgehen werden. Das wäre etwas sehr überraschend, es sei denn, die amerikanische Notenbank bringt morgen Abend irgendwelche Fakten auf den Tisch, die eine vollkommene Neupositionierung der Marktteilnehmer erfordern. Aber ich gehe im Augenblick eher davon aus, dass wir hier seitwärts tendieren mit der Tendenz einer leichten Korrektur nach unten. Da kommt gerade die Frage nochmal rein, nochmal das Rounding Top. Ob ich das nochmal einzeichnen könnte. Das hatte ich ja, glaube ich, vor zwei oder drei Webinaren rausgenommen, aber kann ich natürlich gerne nochmal einzeichnen. Das war die Gefahr gewesen einer möglichen oberen Umkehrbewegung, eines Umkehrmusters. So, das wäre ungefähr das Rounding Top, was man im Augenblick einzeichnen könnte. Aber Sie sehen, es passt eben nicht mehr so richtig. Das Problem ist, erst einmal, wir haben hier zwar eine schöne Ausbildung dieses Rounding Tops, aber dann hier diese kräftigen Einschläge, die waren schon mal nicht ganz so idealtypisch, aber das Problem ist, dass wir hier ja fallende Hochpunkte schon hatten und dann müssten Sie wirklich das Rounding Top so einzeichnen, damit das Ganze auch mehr oder weniger zumindest passt. Und Sie sehen es, in diesem Fall haben wir jetzt wirklich das Rounding Top doch deutlich nach oben durchstoßen. Und wir haben auch hier an der Grenze so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Ausbruch nach oben, haben uns dann aber doch dynamisch abgesetzt. Das heißt also, dieses Rounding Top ist wirklich zu den Akten zu legen. Das gilt im Augenblick nicht mehr. Sehe ich zumindest nicht mehr im Augenblick. Gleichwohl hier die Wahrscheinlichkeit für eine Korrektur durchaus gegeben. Wie komme ich da drauf? Was ist hier im Augenblick die Schwierigkeit am amerikanischen Aktienmarkt? Ich möchte Sie nochmal auf zwei, drei Sachen hinweisen. So, und zwar dieser Punkt hier. Der Dow Jones, den sehen Sie hier oben. Das ist mit rot gestrichelt, ist das aktuelle Niveau des Dow Jones. Die Rekordmarke ist die blau gestrichelte Linie. Hier unten drunter der S&P 500, auch wieder aktuelles Niveau, rot gestrichelt. Blau gestrichelt das Rekordniveau und hier unten haben wir den Nasdaq 100. Und nach wie vor gibt es hier einfach das Problem, dass die amerikanischen Technologieaktien nicht so richtig in die Spur kommen. Wir hatten jetzt schon enttäuschende Zahlen gesehen von Alphabet, also die Google-Mutter, von Microsoft. Heute Abend kommt noch Apple raus, ganz entscheidend. Da hatte ich Ihnen ja in der vergangenen Woche die fundamentalen oder die Prognosen der Analysten auch genannt. Auch die Aktie ja zuletzt abgeprallt von der 200-Tage-Linie. Wir haben eine Schwäche gesehen im Biotechnologiesektor und das ist im Augenblick einfach so eine Geschichte, die gefällt mir überhaupt nicht. Denn normalerweise ist es so, dass die amerikanischen Technologieaktien so eine höhere Dynamik aufweisen. Also sowohl nach oben als auch nach unten. Kommt es zu einer Rallye-Bewegung, sind es meistens die Technologieaktien, die eine Outperformance zeigen. Ganz einfach, weil die ein bisschen ja, riskanter sind. Mehr Rendite, die Investoren darauf aus sind, mehr Potenzial bieten, mehr Fantasie. So kann man es letztlich zusammenfassen. Und diese Schwäche, die wir hier sehen, gerade so in den vergangenen drei Wochen, Sie sehen es hier, der Nasdaq dümpelt eigentlich nur noch seitwärts, hat kein richtiges Hoch mehr ausgebildet, die ist irgendwie, die passt nicht in das gesamte Bild rein. Also offenbar haben die US-Investoren nur in den Blue Chips investiert oder verstärken die Blue Chips im S&P und vor allen Dingen im Dow Jones. Aber von den Technologieaktien lassen sie die Finger. Aus welchen Gründen auch immer werden Technologieaktien, also riskantere Aktien,
am amerikanischen Aktienmarkt gemieden. Und das sollte man im Augenblick wirklich so als kleines Damoklesschwert, möchte ich mal sagen, im Hinterkopf behalten. Das passt irgendwie nicht zu einer gesunden, marktbreiten Aufwärtsbewegung. Das Ganze kann man natürlich auch noch untermauern mit entsprechenden Zahlen. Ich möchte Ihnen hier nur kurz zwei Sachen mit an die Hand geben. Wir haben den S&P 500. Ich habe Ihnen hier die Anzahl der Aktien eingestellt, die über der 20-Tage-Linie notieren. Das sind im S&P im Augenblick 60%. Sie sehen es, wir waren Anfang März auch schon bei 95% gewesen. Das heißt, der Anteil der Aktien, die noch über ihren Monatsmittelwert notieren, ist in den vergangenen rund 7 Wochen gefallen. Obwohl die Märkte gleichzeitig noch höhere Hochs ausgebildet haben. Das ist natürlich ein Zeichen von mangelnder Marktbreite oder nachgebender Marktbreite. Immer weniger Aktien notieren über ihren Monatsmittelwert. Das ist natürlich tendenziell negativ. Das muss man zunächst einmal, also die Marktbreite hier beachten. Da kommt gerade die Frage rein, wie das mit den Aktienrückkäufen eigentlich aussieht. In gewissen Rahmen wird das natürlich verzerrt. Gerade die Unternehmen im Dow Jones haben natürlich massiv, machen die Aktienrückkäufe, die Technologieunternehmen etwas weniger. Aber es gibt ja auch diese Quiet Period, das heißt also vor der Berichtssaison dürfen keine eigenen Aktien mehr zurückgekauft werden. Und diese Phase haben wir eigentlich in den vergangenen rund 8 Wochen gesehen. Das heißt also, gerade die jüngste Aufwärtsbewegung ist eigentlich weniger durch die Aktienrückkäufe verzerrt. Also hier nochmal kurz, der S&P 500, 20 Tages Anzahl der Aktien, die über den 20-Tage-Schnitt notieren, rückläufig, aber im Augenblick bei 60%. Und schauen Sie hier im Nasdaq 100, haben wir nur noch eine Quote von 44%, also weniger als die Hälfte der Aktien behaupten noch ihren 21-Tage-Linie. Und das ist auch ein Signal, dass selbst die sowieso schon zur Schwäche neigenden Nasdaq-Aktien sogar unter der Oberfläche nur noch von wenigen Werten oben gehalten werden. Das war kurz als Exkurs zum amerikanischen Aktienmarkt, was man dazu berücksichtigen sollte. Ich gebe Ihnen noch zwei weitere Sachen mit auf den Weg, beziehungsweise eine weitere Sache. Ansonsten raucht Ihnen nachher noch der Kopf vor lauter Charts und Daten. Das hier können Sie sich, den Link habe ich Ihnen gerade geschickt, nochmal nach dem Webinar auch nochmal in Ruhe durchlesen. Eine kleine Analyse vom Almanac Trader in den USA. Die haben nochmal geschaut, wie entwickelten sich eigentlich die amerikanischen Indizes in den im Wahlzyklus. Wir haben eine Präsidentschaftswahl in diesem Jahr. Und gerade hier sehen Sie eine doch noch weiterhin hohe Gleichlauf eigentlich mit einem typischen Präsidentschaftszyklus. Das ist hier dargestellt, die rote Linie für den Dow Jones, also eine Schwäche in den ersten beiden Monaten. Das sieht man hier auch sehr schön mit der schwarzen Linie. Das kennzeichnet die zweite Amtsperiode eines Präsidenten. Machen wir eben das Bild noch ein bisschen größer. So, das zeichnet die zweite Amtsperiode, das heißt also hier diese schwarze Linie ist eigentlich die maßgebliche für uns. Und Sie sehen es auch hier, etwas übertrieben natürlich in diesem Jahr, aber das hier ist ja auch ein Durchschnittswert, die schwarze Linie. Deutliche Aufwärtsbewegung dann von Mitte März bis Anfang April, bis Mitte April ungefähr, und danach kommt es meistens zu einer Schwäche. Also auch wenn man sich den Präsidentschaftszyklus mal ein bisschen genauer beachtet, haben wir jetzt eher mal den Deckel oben drauf bei den US-Indizes. Und wenn sich dieser Gleichlauf, dieses Vorbild, sage ich mal, Präsidentschaftszyklus weiter fortsetzen sollte, dann ist eigentlich davon auszugehen, dass wir jetzt hier im Mai, Stichwort Sell in May and Go Away, auch eher mit einer Kursschwäche rechnen müssen. Und die dürfte anhalten bis ungefähr Ende Mai. Dann kommt es nochmal zu einer Erholungsbewegung, die je nachdem, welche Daten man jetzt hier verwendet, durchaus bis Anfang September anhalten könnte. Und danach geht es dann meistens nochmal in eine korrektive Phase über, beziehungsweise hier in eine Konsolidierungsphase, wenn man alle Präsidentschaftswahljahre berücksichtigt. Also, wenn man wirklich alles zusammenfasst, technisch gesehen an der Oberseite angekommen, die US-Indizes, Marktbreite lässt nach und auch hier der Präsidentschaftszyklus deutet eher mal auf eine Konsolidierung hin im Augenblick. So, damit kommen wir zum DAX, wird ja auch Zeit, würde ich sagen. Zunächst einmal ein Blick, womit fangen wir an?
Genau, die Daten hier, ich hatte Ihnen mal, oder ich habe mal für Indexradar eine kleine Analyse gemacht, wie es eigentlich im Augenblick der DAX einzuschätzen hinsichtlich der Wochentage. Auch da gibt es ja ganz unterschiedliche Muster mal. Es gibt ja einige Wochentage, an denen der DAX besser läuft als an anderen, wieder mal zur Schwäche neigt. Sie sehen es hier, das ist die Auswertung seit Jahresbeginn. Der Montag, die Gewinnwahrscheinlichkeit bei 40%, also deutlich, das heißt deutlich, also nicht deutlich, aber zumindest mal eher schwächer startet der Markt. Der Dienstag ist nahezu ausgeglichen. Der Mittwoch ist seit Jahresbeginn der freundlichste Handelstag, an dem also auch mit 70%iger Wahrscheinlichkeit es eigentlich zu Kursgewinnen kommt. Im Durchschnitt liegt der DAX rund 0,3% zu. Und dann auch der Donnerstag auch mit einer klaren Schwäche gekennzeichnet. Der Freitag ist so ein durchwachsener Handelstag, an dem es oftmals zu Gewinnmitnahmen kommt, vor allen Dingen dann, wenn die bisherige Handelswoche positiv war, war sie sonst negativ gewesen, ist meistens der Freitag noch einmal positiv. Das nochmal so für den Hinterkopf. Dann noch abschließend zum DAX selbst. Wie ist hier die Ausgangslage? Das ist ja auch wichtig, wenn man jetzt auf die einzelnen Aktien gleich eingeht, die ich Ihnen ja nennen möchte oder zeigen möchte im Chartverlauf, die ganz interessant aussehen. Also wie ist der Gesamtmarkt einzuschätzen beim DAX? Sie sehen es hier, wir kämpfen mit der 200-Tage-Linie im Augenblick. Wir haben die nicht nachhaltig durchstoßen. Wir pendeln um den gleitenden Durchschnitt. Ich hatte Ihnen ja auch gesagt, den nicht punktgenau beachten, sondern so als eine Zone sehen. Also mindestens 3% ist so eine Faustregel, sollte sich der Markt per Tagesschluss von der 200-Tage-Linie nach oben oder unten absetzen. Erst dann kann man wirklich von nachhaltigeren oder stärkeren Signal ausgehen. Sie sehen aber auch, der DAX nach wie vor ausgereizt. Wir sind so an der Oberseite der Prognosespanne, hier die Differenz zur 21-Tage-Linie, das ist ja dieser graue, dunkelgraue Bereich, da sind wir nach wie vor eher an der Oberseite im Augenblick, also markttechnisch gesehen auch der DAX eher ausgereizt. Mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass wir hier noch diese Abwärtstrendlinie anlaufen werden. Die ist die nächste wichtige charttechnische Barriere bei 10.700 bis 10.850, 10.900 Punkten. Das ist nach wie vor das Maximalpotenzial, das ich dem DAX kurzfristig zubilligen würde. Das heißt also, das Potenzial auf der Oberseite ist im Augenblick begrenzt auf ungefähr 4,5%. Auf der Unterseite die wichtige Unterstützung 10.120 Punkte. Das wäre so ein Mindestkorrekturziel, was man ausrufen könnte. Darunter dann die 21-Tage-Linie als Zielniveau, das ist ungefähr 3% entfernt. Eine wichtigere Unterstützung verläuft dann erst wieder bei ungefähr 9.500 Punkten. Das sind im Augenblick, das ist das die Ausgangslage für den DAX. Sie sehen es, wenn wir jetzt hier auf die Top-Werte eingehen, die möglicherweise Kaufsignale senden oder die nicht noch ein ganz gutes Chartbild bieten. Der Gesamtmarkt ist eher überhitzt, also die amerikanischen Aktienmärkte überhitzt und die Marktbreite nimmt ab. Der DAX ebenfalls überhitzt, kämpft mit der 200-Tage-Linie, so ein bisschen hier eben zeichnet sich so eine Wiederholung von dem Muster ab, was wir hier Mitte, Ende November gesehen haben. Das muss nicht sein, aber das ist im Augenblick zumindest mal, gibt es hier doch viele Ähnlichkeiten. Also eher mal auf eine Korrektur einstellen. Deshalb ist es relativ schwierig, jetzt auch passende Aktien zu finden, die wirklich ja, noch ein gutes Bild liefern, die man sich angucken kann. Ich habe Ihnen hier Captimizer mal aufgerufen, das Programm, mit dem man ja relativ schnell einzelne Werte durchgehen kann. Und zwar hier eine Technik angewendet, indem ich einfach mir eine Tabelle gebaut habe, die mir zeigt, welche Aktien im Bereich ihrer Hochs notieren. Das ist eine ganz einfache Vorgehensweise, weil so sehe ich zum Beispiel schon mal Aktien, die eine hohe relative Stärke aufweisen. Die werden offenbar gekauft, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe hier verschiedene Kriterien eingetragen, und zwar einmal die Abweichung zum Jahreshoch, also 260 Handelstage, die Abweichung vom Hoch auf Basis von 44 Handelstagen, das sind so ungefähr 2 Monate, die Abweichung vom Monatshoch und die Abweichung vom Wochenhoch, also über 5 Tage gerechnet. So habe ich also über
verschiedene Zeitperioden schon mal einen ganz guten Überblick, wie sich eine Aktie entwickelt hat. So kann ich mir also auch schon anhand dieser Zahlen sehr gut vorstellen, wie könnte der Chartverlauf aussehen. Die Zahlen sind natürlich schon mal eine gute Orientierung und jetzt habe ich hier einfach mal alle Aktien aus dem HDAX ausgewählt und die entsprechend dann sortiert, hier nach Abstand zum Beispiel zur 21-Tage-Linie. Und dann kann man einfach darauf achten, wo die meisten, ich sag mal, über die geringsten Abstände sind, weil diese Aktien stehen an einem wichtigen Widerstand beziehungsweise stehen entweder am Jahreshoch, am Monatshoch oder am Rekordhoch. Und damit sind eigentlich diese Werte prädestiniert für einen möglichen Ausbruch nach oben. Das heißt also, sollte es zu einer Aufwärtsbewegung kommen, werden vor allen Dingen viele Investoren auf solche Werte achten, die entweder kaum noch Barrieren auf der Oberseite aufweisen, beziehungsweise die vor einer wichtigen Widerstand stehen. Sollte dieser überwunden werden, kommt es sehr häufig dann auch zu entsprechenden Anschlussgewinnen. Wie gesagt, hier kommt auch gerade die Frage ein, macht es dann überhaupt Sinn, auf Einzelaktien zu gehen? Das ist hier, das ist genau die Krux, die wir im Augenblick haben. Das hatte ich Ihnen ja gesagt. Eigentlich würde ich davon ausgehen, jetzt zumindest mal eher an der Seitenlinie sich zu platzieren, den Markt so ein bisschen zu beobachten bzw. eine Korrektur abwarten. Es gibt durchaus einige Werte, die zumindest mal auf eine Beobachtungsliste gehören. Genau die habe ich Ihnen mal mitgebracht. Die Werte, die muss man jetzt nicht investieren, die hier weit oben in dieser Liste sind, aber da kann man zumindest mal einen Blick drauf werfen. Das heißt also, sollte es nach einer Atempause zu einer Erholung wiederkommen oder sollte der S&P wieder erwarten, nach oben hin weiter durchbrechen, auf Rekordhochs ausbrechen und der Nasdaq 100 auch mitziehen, dann sind solche Aktien zumindest mal als Favoriten zu sehen. Hier zum Beispiel MTU aus dem MDAX ist das ein Wert, habe ich Ihnen hier mal, hier sehen Sie den Chart auch daneben mal mitgebracht, ist jetzt nicht einer der Hauptfavoriten. Ist hier zwar relativ nah an den jeweiligen Ausbruchsniveaus dran, aber ist jetzt zumindest mal nicht einer der absoluten Top-Werte. Ich gehe hier schnell diese Liste durch, ich habe Ihnen nachher einzelne Charts mitgebracht, wo man dann genauer auf die Werte auch eingehen kann. Wir haben hier eine Hoch-Tief zum Beispiel, das ist ein relativ marktenger Wert, den würde ich jetzt nicht auch unbedingt favorisieren, aber Sie sehen es hier, die Aktie wird zum Beispiel immer an ihrer 21-Tage-Linie zuletzt gekauft. Das ist schon mal so eine ganz gute Orientierung, wenn man dann auch einen Stoppkurs platzieren möchte. Die Deutsche Post ist so ein Wert aus dem DAX, der allerdings auch schon sehr, sehr gut jetzt gelaufen ist. Wir haben hier auch einen relativ weiten Abstand zur 21-Tage-Linie im Augenblick, jetzt auch nicht unbedingt ein Wert, den man haben muss. Volkswagen, wissen Sie selbst, ist eine Aktie, die sehr stark natürlich von dem Abgasskandal bewegt wird. Wir bewegen uns hier tendenziell eher in einer Seitwärtsbewegung. Also auch diese Aktie würde ich jetzt zunächst einmal eher rausnehmen. Bei der deutschen Börse haben wir auch das Problem, weiterhin eher auf längerfristige Sicht, dass wir hier ein Korrekturniveau im Augenblick noch drin haben. Bei Leoni auch. Talanx ist jetzt zum Beispiel mal so ein Treffer, wo man sagen kann, die Aktie lohnt es sich etwas genauer anzuschauen. Haben wir hier zum Beispiel den etwas aufgelösteren Chart, habe ich Ihnen mitgebracht. Sie sehen es, der Wert notiert im Bereich eines wichtigen Widerstandes. Wenn man das Ganze noch ein bisschen längerfristig aufzieht, dann sieht man die Ausgangslage. Also, hier haben wir ein ganz gutes Unterstützungsbereich im Niveau 29,50 Euro. Hier steigt auch das Umsatzgewölbe deutlich an. Hier sind also sehr viele Anleger in den Bereich reingegangen, haben ihre Einstandsniveaus und sollte es hier zu einer Korrektur kommen, dann ist davon auszugehen, dass sie nochmal Nachkäufe einsetzen und somit dann auch eine Stabilisierung möglich ist. Die Aktie ist im Augenblick noch nicht unbedingt ein Kauf. Aber sie wird zumindest mal, bietet sich an, sollte es hier zu einem entsprechenden Ausbruch auf der Oberseite kommen. Das ist also so hier Kurse oberhalb von 31,10 Euro, vor allen Dingen Tagesschluss oberhalb von 31,50 Euro. Dann wäre nämlich der Wert hier auf dem Rekordhoch ausgebrochen, hätte dann hier diese verschiedenen Hochpunkte alle rausgenommen und dann könnte hier wirklich auch die weitere Reise nach oben gehen. Das heißt also Ziele dann im Bereich 34 bis 35 Euro ungefähr. Das wären dann nochmal rund 10% Potenzial nach oben. Kann man natürlich dann auch mit entsprechenden Hebelpapieren zum Beispiel spielen.
Also das ist zumindest mal so ein Wert, der an einem interessanten Widerstand angelaufen ist. Gehen wir die Liste mal weiter durch. Sie sehen hier Aurubis, ebenfalls hat sich erholt in der Vergangenheit, steht hier auch an so einem Widerstandsbereich, 47,80 Euro, 48 Euro ungefähr. Und vor allen Dingen hier diese Kurslücke, die hier ausgebildet wurde, die ist natürlich sehr interessant, denn wenn die Aktie hier über 49,60 Euro steigt, dann könnte diese Kurslücke zügig geschlossen werden und vor allem ist dann auch hier diese Bodenbildung auch abgeschlossen. Also das ist auch mal so ein Wert, wenn man eine zyklischere Komponente haben möchte, die man zumindest mal auf die Beobachtungsliste setzen kann. Also oberhalb von rund 48,50 Euro, 50 Euro ist eine Aurubis durchaus interessant und bietet sich so als eine kleine Rallye-Gelegenheit an. Die weiteren Werte hier in der Liste weisen zumindest schon mal einen größeren Abstand auf zum Jahreshoch. Das sehen Sie ja hier in der Liste, 17% zum Beispiel. Lanxess im Augenblick vom Chartbild her zumindest langfristig betrachtet nicht ganz so interessant. Was dann schon ein bisschen spannender ist, das sind dann so Werte wie hier eine Adidas. Also ich habe jetzt hier mal die Liste gerade zum Beispiel nach Abstand zum Jahreshoch sortiert. Adidas ist ja weiterhin wirklich mein Favorit, wenn man wirklich mal in einen Wert investieren will, der noch einen intakten langfristigen Aufwärtstrend aufweist und der vor allen Dingen mit einer hohen relativen Stärke zum Gesamtmarkt zu überzeugen weiß. Und das zeigt eigentlich dieser Chart hier sehr, sehr deutlich, da muss man gar nicht mehr noch zu erzählen. Das Problem im Augenblick bei Adidas ist einfach, wir sind auch hier eher tendenziell an der Oberseite dieses Prognosekorridors angekommen. Die Aktie hat noch ein bisschen Luft nach oben. Sie sehen es hier, sie entfernt sich so maximal um rund 6,5 bis 7% von ihrer 21-Tage-Linie nach oben. Das heißt also, ein bisschen Luft wäre hier noch gegeben. Aber so ein Rücklauf an die 21-Tage-Linie erwies sich zumindest in den vergangenen Wochen immer wieder als eine gute Einstiegsgelegenheit. Sie sehen es hier. Seit Anfang März, immer wenn die 21-Tage-Linie angelaufen wurde, da kam es höchstens mal intraday zu einem Rücksetzer unter den Durchschnitt, aber per Tagesschluss hat die Aktie immer über der 21-Tage-Linie geschlossen. Die 21-Tage-Linie steigt, der langfristige Prognosekorridor steigt weiter an. Also das ist weiterhin eigentlich mein Top-Favorit für die nächsten Wochen. Nicht nur unter den DAX-Werten, sondern auch unter den HDAX-Werten. Weil hier einfach der langfristige Trend stimmt, die 200-Tage-Linie verläuft steigend, die 21-Tage-Linie verläuft steigend, also ein Rücksetzer an die 21-Tage-Linie im Augenblick bei 104,80 Euro, ist durchaus interessant. Maximales Rückschlagspotenzial sehe ich im Augenblick bis in den Bereich 94,50 Euro bzw. 96 Euro. Das wäre aber ausgehend vom aktuellen Niveau ungefähr 10-11%. Sollte es dazu kommen, auf diesem Niveau auf jeden Fall wieder mal kaufenswert die Adidas. Einer der Top-Werte im Augenblick. DMG Mori Seiki ist so eine andere Geschichte. Sie sehen auch hier die gleiche Story eigentlich, wie zum Beispiel auch gerade eben bei Adidas. Durchwegkäufe immer an der 21-Tage-Linie. Da werden diese Aktien mit einer hohen relativen Stärke gekauft. Da kann man sich dann auch selbst einkaufen. Wir haben hier eine Sondersituation, das ist ja die frühere Gildemeister, dass das japanische Unternehmen DMG Mori inzwischen ja schon mehr als 75% der Aktien hält, ist so eine Übernahmegeschichte also, jetzt kommt dann ein Gewinn- und Beherrschungsvertrag wird angestrebt, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei diesen Sondergeschichten, da ist man zu wenig drin, was da passiert. Jung Heinrich ist hingegen so eine Aktie, auch die ist einer wirklich meiner Lieblingswerte, wenn man jetzt mal den MDAX sich anschaut. Hier sehen Sie den Chartverlauf. Auch wieder, ich kann nur die Schallplatte abspielen, gleiche Geschichte, Rücklauf an die 21-Tage-Linie wird bei solchen Werten gekauft, die eine hohe relative Stärke aufweisen. Ähnlich wie bei Adidas auch hier steigende 200-Tage-Linie, das heißt der übergeordnete Trend ist positiv. Dann haben wir hier einen schönen Aufwärtskanal im Augenblick. Ich zeichne Ihnen den mal ein. So. Zack. Auch hier im Augenblick so ein bisschen die Krux, wir sind natürlich noch nicht an der Unterseite dieses Aufwärtskanals angekommen, aber schauen Sie sich auch den Wert an, einen Rücklauf an die 21-Tage-Linie, beziehungsweise hier den Aufwärtstrend im Bereich 82 Euro bis 82,75 Euro.
bietet sich auch zum Beispiel zum Einstieg an, in einen Wert, der eben auch eine hohe relative Stärke hat und der einen ganz klaren, intakten, kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Aufwärtstrend aufweist. Und wenn man das Ganze noch fundamental beleuchten möchte, Jung Heinrich ja, ist ja ein Gabelstapler-Anbieter, die machen nicht nur Gabelstapler, die machen inzwischen auch natürlich große Lagerhallen, Logistikabwicklung, Serviceentwicklung und vor allen Dingen das Aftermarket-Geschäft, sehr lukrativ, auch das gewinnt immer weiter an Bedeutung, haben inzwischen, glaube ich, mehr als 1 Million Gabelstapler weltweit im Einsatz. Die müssen natürlich alle auch gewartet werden, die haben Serviceverträge, dadurch haben sie eine hohe oder steigende Visibilität eben auch, was die künftigen Umsätze angeht. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, durchweg mit guten Zahlen zuletzt auch gewesen. Ist jetzt nicht unbedingt ein Dividendenhit, aber doch verlässlich gute Unternehmensentwicklung. Also auch von der fundamentalen Seite durchaus interessant und wie gesagt, hier charttechnisch eben auch mit einem astrein, lupenreinen Aufwärtstrend. Also hier Platz 5 im Augenblick, Jung Heinrich. Ja, geringer Abstand zu allen wichtigen Hochpunkten, hatte ich Ihnen ja gerade im Chart genannt. Bechtle ist so ein anderes Unternehmen, auch durchaus interessant, was man sich anschauen kann, jetzt mal aus der charttechnischen Sicht. Auch ein interessanter Wert natürlich, angesiedelte Informationstechnologie, also so ein bisschen Tech-lastig natürlich, aber durchaus auch ein interessanter Wert. Ich muss gerade gucken, wie hatte ich den Chart auch rausgesucht. Aber grundsätzlich sehen Sie auch hier schon die Handelsmarken eigentlich, die interessant sind. Das ist hier dieser Bereich, dieses jüngste Konsolidierungsniveau, also 88,50 Euro bis ungefähr 92,40 Euro. Im Augenblick wird hier diese Aufwärtsbewegung, diese scharfe Rallye so ein bisschen auskonsolidiert. Sollte es aber hier zu dem Ausbruch kommen, über 92,50 Euro, dann ist auch hier der nächste Aufwärtsschub zu erwarten, einfach aufgrund der hohen relativen Stärke mit der guten Aufstellung. KION Group ist jetzt von der Technik her nicht ganz so überzeugend, würde ich sagen, aber hier nochmal ein Wert, Heidelberg Zement aus dem DAX, auch nochmal so eine Aktie, die man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte derzeit. Sie sehen es, was hier passiert ist. Es gab hier einen schönen Ausbruch aus über diesem Widerstandsniveau, diese Widerstandsbarriere, auch hier eigentlich sehr schön passiert mit einer langen weißen Kerze. Das sieht man hier, also ein dynamisch kräftiger Anstieg. Und jetzt haben wir hier so ein bisschen so einen kleinen Rücklauf an das Ausbruchsniveau. Ist auch für mich neben Adidas sicherlich einer der interessanteren Werte im DAX. Ganz einfach, weil sie hier eben auch einen schönen Ausbruch schon haben. Die Aktie zeigt relative Stärke gegenüber dem DAX. Die steht ja hier am Rekordhoch. Die 21-Tage-Linie verläuft steigend. Die Aktie wurde an der 21-Tage-Linie in den vergangenen Monaten immer gekauft. Das stabilisiert auf der Unterseite. Sie können hier einen relativ engen Stopp eben auch platzieren. Das heißt also absichern zum Beispiel mit einem Stopp bei rund 75,20 Euro, 75,50 Euro. Das wären rund 2,5% Risiko auf der Unterseite. Das ist mit einem Hebelpapier. Wenn Sie hier 2,5% nehmen, ein 8er Hebelpapier, dann kommen Sie ungefähr auf 20%. Das wäre so das Maximale, was ich im Hebelbereich zubilligen würde. 20% Risiko ungefähr. Das ist ein 7er Hebel, das ist ein bisschen weniger. Aber auf der Oberseite natürlich wesentlich mehr Potenzial. Das ist jetzt ein bisschen schwierig abzuleiten. Die Aktie entfernt sich so maximal 7% von ihrer 21-Tage-Linie nach oben. Wenn man das jetzt zum Beispiel schon mal spiegeln würde, die augenblickliche Situation, 7% nach oben an die 21-Tage-Linie führt uns schon mal zu einem Kursziel von ungefähr 81,20 Euro, 81,30 Euro. Tendenz natürlich weiter steigend. Aber auch einer wirklich der interessanten Sachen. Hier kommt gerade der Hinweis, Ausbruch unter dünnem Volumen. Jein, also ich weiß, ich kenne natürlich die Vorgaben aus dem Lehrbuch, dass solche Ausbruch immer unter hohem Handelsvolumen stattfinden sollen. Ja, es ist richtig sehen hier, aber so ein bisschen ist das Handelsvolumen doch angestiegen am 13. April, als wir den Ausbruch hatten. Hier, das ist hier unten das Volumen, also einen leichten Anstieg haben wir schon gesehen. Ist nicht das idealtypisch, so wie es sein sollte, perfekt, aber das hat man an der Börse eigentlich auch selten. Da muss man ein bisschen Risiko eingehen. Dann noch ein Wert,
Wo ich auch noch kurz drauf eingehen möchte, ist hier natürlich Nemetschek, mein Favorit unter den TechDAX-Aktien. Ebenfalls langfristig intakter Aufwärtstrend, steigende 200-Tage-Linie, steigende 21-Tage-Linie. Die Aktie wurde auch, wir wissen es schon, was ich jetzt sage, genau an der 21-Tage-Linie zuletzt immer wieder gekauft. Also auch hier klar stabilisierender Faktor. Verläuft im Augenblick ungefähr bei 45 Euro. Wir haben hier eine ganz gute Unterstützung bei 43,50 Euro. Da kann man zum Beispiel schon einmal nachkaufen. Langfristiger Trend ist intakt, Unternehmensgeschichte sowieso. Wenn Sie ein bisschen geiziger sind, warten Sie ab und hoffen Sie darauf, dass die Aktie nochmal hier an Ihre 200-Tage-Linie zurückfällt. Auch hier jeder Rücklauf an die 200-Tage-Linie in der Vergangenheit eine sehr gute Einstiegsgelegenheit gewesen. Also hier zum Beispiel im August vergangenen Jahres, dann hier nochmal im Februar dieses Jahres, verläuft im Augenblick im Bereich der Untergrenze dieses Aufwärtskanals bei 37 bis ungefähr 39 Euro. Also auch so ein Wert, falls es jetzt mal zu einer größeren Korrektur am Gesamtmarkt kommt, die kann man hier wirklich getrost an der 200-Tage-Linie kaufen. Finde ich noch sehr interessant. Und dann natürlich aber trotzdem eng absichern. Das ergibt dann eine super Chance Risikoverhältnis. Genau, das waren so mal die Favoriten gewesen, die ich Ihnen so mitgebracht habe. Es waren nicht sehr viele, eher wenige, aber zumindest mal so ein paar Aktien, die in der augenblicklichen Situation noch relative Stärke zeigen und die vor allen Dingen eben auch auf mittel- bis langfristige Sicht noch Potenzial bieten, weil sie eben intakte Trends aufweisen. Und die sollte man sich mal anschauen. Dann war heute noch Aixtron natürlich Gesprächsthema gewesen, ganz klar. Sie können sich denken, was hier passiert ist. Wir hatten eine kleine Unternehmensmeldung gehabt, konnten im ersten Quartal ein zweistelliges Gewinnplus verbuchen. Dann der Auftragseingang war hier sehr gut gewesen. Deshalb hier diese doch erfreuliche Entwicklung heute. Aixtron aber nach wie vor eine Aktie, die hier nur in einer Seitwärtsbewegung gefangen ist. Unterseite gut unterstützt bei 4 Euro. Auf der Oberseite ist allerdings noch der Deckel drauf bei 4,80 bis ungefähr 4,90 Euro mit der 200-Tage-Linie. Also erst wenn Aixtron diese Handelsspanne nach oben hin verlässt, also über die 200-Tage-Linie steigt, dann eröffnet sich hier weiteres Potenzial bis maximal 6,14 Euro, 6,15 Euro. Also hier muss der Ausbruch erst noch erfolgen. Ansonsten gibt es hier vorerst bei Aixtron nur mal seitwärts. Und damit ist hier kein akutes Signal im Augenblick gegeben. Dann abschließend für heute noch ein Hinweis zu einer Aktie, die nicht mehr an den deutschen Börse in TechDAX gelistet ist, aber weiterhin natürlich für Furore sorgt, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil ich hier auch immer wieder Fragen zu erhalte. BB Biotech, zu guter Letzt, sie hat sich erholt. Sie ist hier genau an die Zielmarke gelaufen, und zwar an den Abwärtstrend bei 53,38, also hier in Schweizer Franken, und da verläuft auch die 200-Tage-Linie im Augenblick. Auch so ein Wert, den man zumindest mal auf dem Schirm haben sollte, wenn man sich im Biotechnologiebereich etwas engagieren möchte. Sie sehen es hier, das Potenzial ist da, sobald es hier zum Ausbruch kommt. Also wenn BB Biotech so über 54,25 Franken steigen sollte, dann ist jedoch zumindest mal weiteres Potenzial gegeben von mindestens, würde ich mal sagen, 10%. Denn diese Barriere, dieser Widerstandsbereich hier bei 53, 54 Schweizer Franken ist doch durchaus signifikant, und sollte der durchbrochen werden, dann ist das doch auch ein relativ starkes Signal. Also BB Biotech nicht aus dem Auge verlieren, befindet sich derzeit an einem wichtigen Widerstand. Hier kann es zum Ausbruch kommen, aber wenn natürlich der breite amerikanische Aktienmarkt korrigiert, die Nasdaq korrigiert, dann haben wir hier natürlich auch entsprechendes Risiko auf der Unterseite, und dadurch könnte man hier auch die Short-Seite durchaus spielen, mit einer engen Absicherung zum Beispiel, die oben bei 54,50 Franken, Zielbereich hier unten durchaus mal 50 Franken, dann sind das ungefähr 8%, also immer noch attraktiv dann zum Beispiel auch auf der Short-Seite, BB Biotech.
Genau, das war im Schnellcheck mal eben die Reise durch die Aktienmärkte beziehungsweise einige interessante Charts. Apple habe ich hier nochmal mitgebracht. Sie wissen, was ich von der Aktie halte, nämlich im Augenblick gar nichts. Bin mal gespannt, was heute Abend rauskommen wird. Wohl wahrscheinlich der erste Umsatzrückgang seit 15 Jahren. Gewinn pro Aktie nochmal für den Hinterkopf 2 Dollar werden erwartet. Tendenz aber hier klar fallend. Fallende 200-Tage-Linie, fallende Hochpunkte. Eher negativ. Apple ist für mich erst positiv und interessant oberhalb von 112 Dollar. Genau. So, das soll es gewesen sein. Abschließend noch die Orientierungsmarken. Für alle wichtigen Indizes und Basiswerte habe ich nochmal aktualisiert. Der Bund Future zuletzt ein bisschen unter Druck geraten, deshalb hier ein neuer Widerstand eingezeichnet. Ansonsten hier für TecDAX, DAX, ATX, S&P, Euro, Dollar, Gold. Die Handelsmarken für die kommenden Tage. Genau, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Genau, jetzt haben wir 8:03. Ich habe schon wieder leicht überzogen und jetzt muss ich mich sputen, dass ich noch rechtzeitig komme. Wünsche Ihnen viel Erfolg. Beachten Sie die FED-Entscheidung morgen, vor allen Dingen, wie die Märkte am Donnerstag darauf reagieren. Achten Sie auf Euro-Dollar, ganz entscheidend nach wie vor. Wie reagiert der Währungsmarkt? Und der Währungsmarkt ist ja wesentlich größer als der Aktienmarkt. Der gibt die Richtung vor. Achten Sie da auf die Marke 1,1450 bis 1,15. Die ist absolut entscheidend. Das dürfte, wenn die durchbrochen wird, den DAX ausbremsen. Dann natürlich auf den Ölmarkt noch schauen. Morgen gibt es wieder die wöchentlichen Öllagerbestände. Jo, das soll es gewesen sein. Ansonsten viel Erfolg weiterhin und einen schönen Dienstagabend noch in die große weite Welt. Bis zur nächsten Woche wieder. Tschüss.